Bei einer Koloskopie handelt es sich um eine Darmspiegelung. Und zwar, um genau zu sein, um eine Dickdarmspiegelung, bei der in der Regel auch der allerunterste Dünndarmabschnitt, der in den Dickdarm mündet, noch mit eingesehen wird. Der Hauptgrund der Durchführung einer Koloskopie besteht darin, dass entweder akute Darmerkrankungen abgeklärt werden oder, fast noch wichtiger, einer chronischen Darmerkrankung wie Polypen bis hin zum Darmkrebs vorgebeugt werden kann. Deshalb wird empfohlen, eine Darmvorsorgespiegelung ab dem 55. gegebenenfalls auch früheren Lebensjahr in Abhängigkeit von der Familiengeschichte hinsichtlich Darmkrebs durchführen zu lassen. Es empfiehlt sich daher, hier den Hausarzt anzusprechen und sich beim entsprechenden Gastroenterologen zur Untersuchung vorzustellen.